Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Kritik an Fahrverbotsplänen der Verkehrssenatoren. Klöckner ruft zu Dialog über Landwirtschaft auf und das Wetter zeigt sich erst einmal ungemütlich mit vielen Wolken und auch Regen. Das alles bei kühlen Temperaturen um die 6 Grad. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 21. Januar 2020. Überlegungen aus der Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt, Autos mit Verbrennungsmotor mittelfristig aus der Innenstadt zu verbannen, haben deutliche Kritik provoziert. Die Senatsverwaltung hat in einer Besprechungsunterlage für den Senat, die der dpa vorliegt, eine Reihe von Initiativen zur CO2-Einsparung aufgelistet. Dazu gehört etwa ab 2030 Pkw mit Benzin- und Dieselmotoren in der Umweltzone innerhalb des S-Bahn-Ringes möglichst auszuschließen, ab 2035 dann in der gesamten Stadt. Ein Verbot des Verbrennungsmotors bis 2030 sei unsozial, unrealistisch und unverantwortlich, teilte der Vorsitzende des CDU-Landesverbandes Kai Wegner am Dienstag dazu mit. Viele Normal- und Geringverdiener könnten sich auf absehbare Zeit kein emissionsfreies Auto leisten, so Wegner. FDP-Fraktionschef Sebastian Chaya kritisierte den einseitigen Kampf gegen das Auto durch die Grünen. Wichtig seien eine bessere Verkehrslenkung und der Ausbau des ÖPNV. Bundesagrarministerin Julia Klöckner hat zu einem stärkeren Dialog über die Landwirtschaft aufgerufen. Es gebe die Chance, über gegenseitige Sichtweisen zu reden und dabei vielleicht das eine oder andere Weltbild zu korrigieren, sagte die CDU-Politikerin zum Auftakt einer Diskussionsreihe ihres Ministeriums am Dienstag auf der Grünen Woche. Die Branche habe mehr Wert geschaffen, aber die gesellschaftliche Wertschätzung stagniere oder sei sogar gewichen, sagte Klöckner. Die Ministerin plant ab dem Frühjahr eine Reihe von Dialogveranstaltungen in mehreren deutschen Städten. Dabei sollen Landwirte, Umwelt- und Verbraucherschützer an einen Tisch kommen. Start soll am 25. März sein. Nach der geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER in diesem Jahr könnte der Luftverkehr nach einer Studie tausende weitere Arbeitsplätze sichern. Hingen 2016 umgerechnet etwa 40.000 Vollzeitstellen direkt oder indirekt von den Flughäfen Tegel und Schönefeld ab, könnten es 2035 etwa 60.000 bis 70.000 sein, kündigten Wirtschaftswissenschaftler an. Treiber der Entwicklung seien zusätzliche Passagiere und mehr Innovation und Effizienz durch den neuen Flughafen. Der BER soll am 31. Oktober in Betrieb gehen. Der Berliner Verein Pfeffersport e.V. ist als Sieger der 16. Auszeichnung Sterne des Sports hervorgegangen. Es sei einfach großartig, sagte Pfeffersport-Geschäftsführer Jörg Zwirn am Dienstag nach der Ehrung des mit 10.000 Euro dotierten Preises durch Bundeskanzlerin Angela Merkel in der DZ-Bank am Brandenburger Tor. Pfeffersport ist Berlins größter Kinder- und Inklusionsverein und ist vornehmlich in den Sportstätten in Prenzlauer Berg, Pankow und Kreuzberg beheimatet. Bei dem Preis Sterne des Sports werden Sportvereine für ihr herausragendes Engagement in Sport und Gesellschaft geehrt. Pfeffersport setzte sich gegen die 16 Sieger der anderen Bundesländer durch. Madison-Doppelweltmeister Theo Reinhardt muss sich beim 109. Sechstagerennen in Berlin kurzfristig auf einen neuen Partner einstellen. Der Lokalmatador, der im vergangenen Jahr mit Roger Kluge im Velodrom gewann, bildet ab Donnerstag mit dem Franzosen Morgan Kneisky ein Paar. Es sei in diesem Jahr sehr schwierig gewesen, das große Fahrerfeld und die Wunschkandidaten zu verpflichten. Zudem habe es noch drei Ausfälle gegeben, sagte der sportliche Leiter der Six Days, Dieter Stein, am Dienstag. Den Startschuss für das 109. Sechstagerennen gibt am Donnerstag um 20.45 Uhr der 14-malige Tour de France-Etappensieger Marcel Kittel, der 2019 vom Leistungssport zurückgetreten ist. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht zeigt sich der Himmel dicht bewölkt, die Temperaturen sinken auf 2 Grad. Der Mittwoch beginnt regnerisch, im Laufe des Tages nimmt die Regenwahrscheinlichkeit dann ab und bei einem wolkigen Himmel hat auch die Sonne vereinzelt eine Chance. Das Quecksilber steigt maximal auf 6 Grad.
Und der Ausblick verspricht Gutes. Am Donnerstag ist es zwar noch bedeckt, dafür aber trocken. Und ab Freitag wird es dann richtig schön. Bei einem nahezu wolkenlosen Himmel wird die Sonne sowohl am Freitag als auch am Samstag bis zu 8 Stunden lang scheinen. Es bleibt kühl, die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag bei 4, am Freitag bei 2 und am Samstag bei 3 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.